Der Papst tritt zurück. Ich finde das gut, wenn einer noch erkennt, dass er, also, sagen wir mal, die Aufgabe, die er hat, nicht mehr wahrnehmen kann, finde ich das völlig in Ordnung. Ja, kann ich nachvollziehen, ohne weiteres. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die er machen muss, aber ich habe es komisch gefunden. Ich finde es mutig, dass er das macht und dass er die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass einfach doch, wo viele Veränderungen vielleicht anstehen, die er wo er nicht mehr die Kraft zu hat, sie umzusetzen. Und wo die Hoffnung hat, dass ein anderes mit mehr Kraft und Schwung anpacken kann. Das, was man gehört hat, finde ich logisch und nachvollziehbar. Ist ja auch nur ein Mensch. Und was bleibt von dem Menschen, der Papst war? Dass er ein Deutscher gewesen ist. Der Hype, der um ihn gemacht wurde hier in Deutschland. Die Jugendtage, das war, fand ich sehr gut. War sicherlich ein guter Papst gewesen, das ist auch klar. Aber sagen wir mal, das, was man mal von der Kirche erwartet oder wir erwarten zumindest an Fortschritten und so weiter, da ist ja so viel nicht passiert. Ne? Mir war ein warmer Papst so. Ich mag den schon. Dem Papst wünsche ich noch ein langes Leben. Alles, alles Gute. Dass er Ruhe findet, Entspannung. Dass er einen ruhigen Lebensabend hat, hat er sich, denke ich, doch verdient. Und welche Wünsche gibt es an den Nachfolger? Der Nachfolger sollte auf jeden Fall die Kirche auf den Stand bringen, den wir alle erwarten. Also einen modernen Stand, dass wir vor allen Dingen auch mit den Andersgläubigen besser zusammenkommen und dass eine Zusammenführung endlich mal kommt. Ein wenig Fortschritt wäre sicherlich, ich glaube, im Interesse vieler und aller Katholiken. Also eine Modernisierung wäre dringend notwendig aus meiner Sicht. Ich wünsche mir, dass jetzt der Nächste vielleicht schon die Weichen stellt für einige Erneuerungen und dann der übernächste Papst das dann auch wirklich umsetzt. Da muss man ja realistisch sein. Ne? Das passiert ja nicht alles in 10 Jahren, sondern das wird ein Vierteljahrhundert dauern.